Harald Walzer, der Bildungssprecher der Grünen, ist nun am Wort. 25 Minuten zukommt. Und Herr Abgeordneter Dr. Harald Walzer, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, Frau Ministerin, danke für Ihre Antworten, auch wenn Sie nicht immer befriedigend waren und nicht immer jene Präzision hatten, die wir uns gewünscht hätten. Sie haben Geduld eingefordert. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die keine Geduld haben in Österreich, was Schulreformen anlangt. Die meisten Eltern haben keine Geduld, Schülerinnen und Schüler haben keine Geduld mehr und Lehrerinnen und Lehrer sind auch müde, ständig darauf hinzuweisen, dass wir eine grundlegende Schulreform brauchen in Österreich. Sie haben den Lostag 17. November angesprochen. Wir harren alle gespannt darauf. Aber wenn Sie hier diese Geduld eingefordert haben von uns und uns vertröstet haben, darf ich Sie genau auf ein zentrales Problem hinweisen. Sie führen eine Schulreform als Geheimprojekt durch. Das kann nicht funktionieren. Es funktioniert nirgendwo. Wenn Sie die Menschen nicht mitnehmen, dann wird die Begeisterung eine endende sein. Das ist vollkommen klar. Und schauen Sie sich an, dort, wo entsprechende Projekte funktioniert haben, Finnland momentan, obwohl sie in sämtlichen Kategorien deutlich vor uns liegen, machen sie, weil sie merken, es muss etwas getan haben, machen sie eine große Reform. Und was machen sie? Sie sprechen mit Lehrerinnen und Lehrern, sie sprechen mit den Eltern und sogar die Schülerinnen und Schüler werden systematisch in die Reform eingebunden. Und der Zeithorizont, den man sich in Finnland gibt, für eine grundlegende Reform, das sind wenige Jahre und nicht wie bei uns. Wir zählen ja schon fast in Jahrzehnten, wenn es um Reformchen geht und nicht, wenn es um Reformen geht. Die Analyse, die Sie hier uns präsentiert haben, da kann ich größtenteils mit. Ja, Sie haben die Probleme erkannt, Sie haben die Probleme geschildert. Sie haben auch gesagt, dass Ihnen der Handlungsbedarf bewusst ist. Diesen Handlungsbedarf kennen wir auch seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und wenn Sie mit Projekten hier, sagen wir, Projekte als Lösung vorstellen, der Lese-Philipp, dann muss ich sagen, wir alle werden zum Zappel-Philipp, wenn nicht endlich was Grundlegendes getan wird. Und diese grundlegende Geschichte ist nun einmal nicht da. Also, was wir im Nationalrat schon erwarten dürfen, ist, dass bei einer derartig grundlegenden Reform wir rechtzeitig mit eingebunden werden, dass man Ross und Reiter nennt, dass man darauf hinweist, was gemeint ist, wenn es um Verwaltungsreform geht, was gemeint ist, wenn es um andere Kompetenzverteilungen geht, als es derzeit der Fall ist. Geschätzte Frau Ministerin, aber auch vor allem Kolleginnen und Kollegen der Regierungsparteien, was die Leute wollen, was die Eltern, Kinder und Lehrerinnen wollen, ist klar. Die ORF-Sendung Schule fürs Leben hat das sehr schön gezeigt. Man hat versucht, eine neue Mittelschule mit einem Gymnasium zusammenzuführen. Man hat sie mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet und es gab frappante Ergebnisse nach wenigen Monaten. Mehr Begeisterung bei den Kindern, mehr Lernfreude. Die Kinder sind plötzlich wesentlich lieber in die Schule gegangen, als das davor der Fall war. Die Leistungen sowohl im unteren Bereich als auch im Spitzenbereich deutlich besser. Also der ORF hat hier vorgezeigt, was wir hier bitte im Hohen Haus nachvollziehen sollten und was die Eltern wollen. Schülerinnen und Schüler, die in die Schule gehen und keine Schultasche brauchen. Eltern, die zu Hause nicht wieder belastet werden mit den Hausübungen, die eigentlich ihre Kinder machen sollten. Das sind Forderungen, die, glaube ich, nachvollziehbar sind. Auch die Forderung, dass man in der Schule ein gesundes Mittagessen bekommt. Das alles sollten wir jetzt endlich mal festschreiben und dann uns die Wege überlegen, wie wir dorthin kommen. Aber wir sind ja noch nicht einmal bei diesem ersten Schritt. Zur Modellregion Vorarlberg.
Frau Ministerin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war die Live-Übertragung auf ORF2 der Sondersitzung zum Thema Bildung. Auf ORF2 kommt wie immer jetzt die Zeit im Bild. Auf ORF3 können Sie die gesamte Debatte bis zum Schluss mitverfolgen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dass wir die Menschen dort eingebunden haben. Es hat keine Umfrage gegeben, sondern es hat eine Vollbefragung gegeben. Alle betroffenen Eltern, alle Lehrerinnen und Lehrer wurden mit einbezogen, wurden befragt, was wollt ihr? Soll es in die Richtung gehen, soll es in jene Richtung gehen? Und diesen Mut sollten wir jetzt endlich auch in Wien aufbringen, denn die Ergebnisse bitte. 78% der Eltern und Lehrer in Vorarlberg sagen, ja, die gemeinsame Schule bringt mehr Chancengerechtigkeit. 78%. 4 von 5 sind dafür, dass wir einen Schritt weitergehen. Und 72% sagen, es ist ein eindeutiger Vorteil. Also 3 von 4 sagen, es ist ein eindeutiger Vorteil, wenn wir Kinder später trennen. Der Kollege Rosenkranz schüttelt den Kopf, er ist nicht so überzeugt davon. Herr Kollege Rosenkranz, die Freiheitlichen in Vorarlberg sind mit im Boot. Die sind überzeugt worden von uns. Sie haben Vorarlberger Kolleginnen und zwei Kollegen hier im Club. Fragen Sie den Kollegen Temessel. Die einzige Kritik der Vorarlberger FPÖ an diesem Modell gemeinsame Schule ist, es geht Ihnen nicht schnell genug. Sie wollen es noch schneller. Das haben wir Grüne mit Verlaub, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeit lassen, sorgsam dieses System umstellen, schauen, dass das auch wirklich funktioniert, die notwendigen Ressourcen bereitstellen, damit es dann nicht wieder am Geld hapert, schauen, dass Schulkantinen da sind, dass wir in den Schulen auch die Kinder so unterbringen können, so unterrichten können, dass der Lernerfolg garantiert ist. Ich habe alle Kolleginnen aller Parlamentsparteien, alle Bildungssprecherinnen und Bildungssprecher eingeladen, diese Diskussion zu führen. Ich habe allen die Exemplare die sehr umfangreichen Exemplare des Forschungsergebnisses Vorarlberg präsentiert. Ich habe gebeten, dass wir das im Unterrichtsausschuss diskutieren. Es ist bislang nicht möglich. Bislang ist man nicht bereit, über dieses Projekt zu diskutieren, weil vor allem der konservative Flügel in der SPÖ, ÖVP, natürlich weiß, das geht dann eindeutig in Richtung moderne Schule. Ja. Und da würde ich mir schon ein bisschen mehr Unterstützung auch von den Vorarlberger Abgeordneten erwarten in beiden Regierungsparteien, dass sie das, was sie in Vorarlberg ihre Parteikolleginnen und Kollegen sagen, auch hier endlich umgesetzt wird. Und vielleicht, und das ist vielleicht jetzt, das ist ein Hinweis, der hier an die Kolleginnen der Sozialdemokratie geht, Frau Ministerin, Sie können das auch selber machen, der Herr Bürgermeister Häupl hat erfreulicherweise gesagt, er möchte die gemeinsame Schule. Ich zitiere, was er da am Wochenende von sich gegeben hat. Als Kompromiss kommt hoffentlich eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen im Stil der Wiener Mittelschule und von mir aus auch unter Beibehaltung der AHS. Meine Damen und Herren, ein bisschen schwanger sein, das wird sich nicht spielen. Also entweder haben wir die AHS-Unterstufe oder wir haben eine gemeinsame Schule. Beides wird sich nicht gehen. Vielleicht klären Sie den Herrn Bürgermeister auf. Aus der ÖVP höre ich heute sehr positive Töne. Die Tiroler Schullandesrätin sagt Klartext, spricht Klartext zu Ihnen. Ich appelliere auch an meine eigenen Parteikollegen, sich endlich auf den Versuch einzulassen, damit wir Ergebnisse vorlegen können, mit denen man arbeiten kann. Das sagt Ihre Tiroler Landesschulrätin. Sie möchte die gemeinsame Schule, sie möchte in diese Richtung gehen. Meine Damen und Herren, Bürokratieabbau wäre ein weiteres Thema. Finanzen, die Frage der Ganztagsschule, die Frage der Gerechtigkeit. Aber lassen Sie mich abschließend wieder eine Morgengabe an die Kollegen der konservativen Fraktion hier.
Lassen Sie mich zitieren einen deutschen CDU-Politiker, der das richtige Wort, glaube ich, gefunden hat für den Rückstau, auch den Reformrückstau, den es auch in Deutschland gibt, Wolfgang Bosbach. Er hat darauf hingewiesen, dass die Ressourcen in Deutschland, die Bodenressourcen, endlich sind. Ähnliche Situation haben wir in Österreich. Unser Potenzial ist die Zukunft unserer Kinder. Unser Potenzial ist die Ausbildung. Und Wolfgang Bosbach sagt sehr drastisch, wer nichts im Boden hat, der muss was in der Birne haben. Sorgen wir dafür, dass das eintritt bei unseren Kindern. Danke. Argumentiert Harald Walser, der Bildungssprecher der Grünen. Ich